Wir wollen ja Kunst, Kultur und Natur im Einklang sehen. Und dazu würde ich Herrn Grazitz bitten, lieber Harald, darfst du etwas sagen? Ja. Mein Name ist Harald Rainer Graz. Ich bin gebürtig aus dem kleinen Dorf Schnellbach, so an der Südseite des Sonnsteiges. Ich versuche mal ganz kurz meine Erfahrungen zu schildern mit diesem Projekt, was ich ja nicht von Anfang an miterlebt habe und was auch nicht sozusagen auf meiner Agenda stand, das mit aus der Taufe zu heben oder sonst irgendwas, sondern wie mir das begegnet ist. Ich bin, da ich in Schmalkalden ein Fachwerkhaus besitze, in dem sich das Kunsthaus Schmalkalden befindet, bin ich Vorsitzender des Kunstvereins Schmalkalden, den ungefähr ca. 70 Mitglieder aus allen Bereichen und Schichten in und um Schmalkalden und weit darüber hinaus angehören. Und dort kam eines Tages an mich eine Frage heran, und zwar war die Frage so: Wie steht ihr denn zu dem GEBA-Projekt? Da muss ich sagen, keine Ahnung, also weil GEBA-Projekt sagt ja definitiv nichts. Und dann hat man mir so ein paar Zeitungsausschnitte vorgelegt und hat gesagt, hier, da gibt es schon sehr viele Positionierungen dazu. Die erste Positionierung, die ich gelesen habe, war ein Meininger Bonbon, dass man dieses Objekt dort oben abwehrend irgendwie so als Klodecke bezeichnet. Das war das Erste, was ich überhaupt zu diesem Projekt gehört habe. Da habe ich gedacht, hallo, was geht hier eigentlich los, worum geht es denn da? Und dann habe ich mitbekommen, dass der Architekt dieses Projektes ein Schmalkalder ist, nämlich das Büro von Jens Büttner, die allerdings in der großen Gruppe an diesem Projekt gearbeitet haben. Und wir haben begonnen, uns sozusagen in diese Materie etwas einzuarbeiten und nicht eigentlich über diese Materie zu schwadronieren oder unsere Ängste in diese Materie hineinzutragen, sondern uns das Teil mal anzugucken. Wir stellen es heute nicht vor, aber wir stellen heute sozusagen ein paar Meinungen aus verschiedenen Betrachtungsweisen vor. Wir hatten bis jetzt die Wirtschaft, wir hatten auch die touristische Seite, die sehr, sehr wichtig ist, und wir hatten natürlich auch die Naturseite. Und wir haben uns das ganze Ding eigentlich auch mal ein Stück weit angeguckt. Natürlich haben wir uns das auch alles betrachtet, unter künstlerischen und auch unter kulturellen Aspekten. Und wir sind sehr schnell zu dieser Idee gekommen, dass, und da stehen wir ja mittlerweile nicht allein, denn die größten Befürworter dieses Projektes befinden sich ja deutschlandweit in fast allen Regionen, wenn Sie die großen Publikations- und Kommunikationseinrichtungen dieser Republik mal verfolgen, wie die zu diesem Projekt stehen, dann werden Sie ganz schnell mitbekommen, was hier eigentlich am Laufen ist und was hier eigentlich für diese Region entstehen könnte. Und in welche Gefahr das eigentlich geraten ist. Wodurch ist das in so eine Gefahr geraten? Es ist aus meiner Sicht ganz massiv in so eine Gefahr geraten, weil hier wirklich im Prinzip aus Ängsten schwadroniert worden ist und weil niemand sich wirklich auseinandergesetzt hat, um was es hier eigentlich gehen soll. Sondern Absurditäten aufzuzeigen. Ich höre hier zum Beispiel ein Phallus-Symbol aus dem 19. Jahrhundert. Da kann ich doch nur lachen. Das ist doch nicht irgendwie eine Auseinandersetzung mit den Problematiken, die uns hier treiben, sondern das ist irgendwo was aus einer alten, verstaubten feministischen Ecke, was nicht mal zutrifft. Und dieser Dame oder diesen Leuten, die das propagieren, sage ich ganz deutlich, wenn es denn ein Phallus-Symbol wäre für die Potenz dieser Region, wäre es schön, wenn es so ist. Aber niemand verbindet heutzutage mehr sowas mit sowas. Das ist einfach furchtbar. Dass ich also höre, dort oben wird also ein Stück wunderbarer Natur verschandelt. Da fällt mir sofort Theodor von Dahme ein, der in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg sagt, Gott sei Dank hat der Mensch die Hand an diese Landschaft gelegt, sonst wäre sie nicht zu ertragen. Wo sind wir denn eigentlich? Was wird denn da verschandelt? Wer ist denn wirklich dort oben mal mit offenen Augen über diesen hässlichen Berg gegangen? Nicht, weil der Berg von der Natur aus hässlich ist, sondern weil es total scheiße aussieht da oben. Und das muss man auch mal definitiv sagen. Hier auch ganz, ganz deutlich. Und das gebe ich wirklich auch mal mit an die Hand, um das zu kommunizieren, weil ich die nächste Pharma hier permanent höre. Als ob hier irgendjemand in der Situation wäre, die Gelder, die hierfür unter Mühlen bereitgestellt worden sind, zur Entwicklung dieser Region, wirtschaftlich, touristisch und auch strukturell in der Natur und Umwelt, für irgendwas anderes nehmen könnte. Damit wird kein Straßenloch zugemacht. Und damit wird auch nicht irgendwo eine Klärgrube aufgemacht. Das Geld ist definitiv, wenn es dafür nicht genutzt wird, weg aus der Region. Das ist die Wahrheit. Berichte ich Ihnen von einem Gespräch, was ich mit meinem Freund, nämlich Professor Holler, geführt habe. Professor Holler ist seines Zeichens der Chef der Kunstsammlung in Weimar.
Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass diese Herrschaften dort ein neues Museum, Bauhausmuseum, bauen wollen, in der Stadt Weimar. Die Planungen gehen dort auch schon seit ungefähr 20 Jahren in dieses Museum. Mittlerweile hat man sich durchgekämpft auf ein Etat von 35 Millionen Euro. Dieser Etat wird nicht ganz reichen. Lustigerweise braucht man ca. 50 Millionen Euro. Bei unserer letzten Zusammenkunft, die wir dort hatten, haben die Weimar und ein paar Erfurter, die dabei gewesen sind, zu mir gesagt, sag mal, irgendwie, wir wissen es nicht genau, aber wohnst du nicht dort unten, auch in dieser Region, wo sie eigentlich nicht so richtig auf die Reihe kriechen? Wir haben es gehört und freuen uns eigentlich wieder, da werden noch 15 Millionen frei. Die können wir hier gut für dieses Museum gebrauchen. Dass man langsamer hier ein bisschen in dieser Region Wunder wird, wäre gar nicht schlecht. Weil es geht jetzt nicht darum, ob man da oben einen Bau hinmacht, der einem gefällt oder nicht gefällt. Darüber können wir noch lange diskutieren. Peter Gaspar hat es gesagt, wir sind auf einem Zeitstrahl oder einem Projektstrahl, vielleicht auf Punkt 18, 19, 25, aber nicht bei Punkt 100. Das heißt, das ist ein offenes Projekt. Das ist ein Projekt, in das noch viel, viel Bürgerbildung einfließen kann, wo wir alle noch die Chance haben, ganz massiv mitzugestalten. Das ist noch nicht in dieser Form durch. Deswegen stimmen wir jetzt eigentlich auch heute, und das ist ja auch kaum bekannt, wir stimmen nicht über das Projekt ab. Wir stimmen darüber ab, ob sich der Landkreis mit 1,4 Millionen Euro an diesem Teil beteiligt. 1,4 Millionen Euro vom Landkreis für so ein Projekt, das ist lächerlich. Das sind wirklich die berühmten Peanuts. Das bedeutet nichts. Und ich sage Ihnen noch eins dazu an dieser Stelle. Hier wird eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung heißt, ich habe es immer vorhin gewöhnt, der ruhige und sanfte Tourismus, gegen den doch sicherlich niemand etwas haben wird. Ich komme vom Südhang des Thüringer Waldes. Ich habe nach wie vor die Situation, wenn ich mit meinem Hund oder meiner Frau, entschuldigen Sie die Reihenfolge jetzt, kann ich anders sagen, ja, wenn ich mit den beiden jedenfalls mich ins Grün bewege, kann ich ewige Kilometer laufen, ohne irgendjemanden zu treffen und schon gar keinen zahlenden Touristen. Er ist nicht da. Und wenn ich irgendwo dahin kam, wo früher wenigstens noch eine Bockwurstbude war im Wald, dann hängt heute im besten Falle noch ein Schild dran, was sehr alt und abgeblättert ist. Das ist die wirkliche Realität. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sein Geld nicht in der Ebene verdienen muss, sondern wenn das Geld aus Schulen, Projekten, Förderprojekten, für die wir alle Steuern bezahlen, kommt, dann kann man auch vielleicht etwas anders über bestimmte Dinge reden, als wenn man sein Geld damit verdienen muss, dass hier Kunden sind und dass hier Leute sind, die wollen, dass was produziert wird, dass sich was bewegt und die hier Brötchen backen und die verkaufen wollen oder die jeden Tag in der Küche stehen und ein Mittagessen vorbereiten für das, wenn da keiner wieder kommt. Das kann so nicht weitergehen. Hier fällt die Entscheidung. Bleiben wir hier ruhig, verschnarcht, tiefste Diaspora in der Provinz? Oder wollen wir endlich mal ein Projekt hier haben vor Ort, wo die ganze Welt auf diesen Zipfel, diesen verschnarchten Zipfel dieser Welt einfach mal hinguckt? Und wir schaffen das deswegen, weil dieses Projekt einfach genial und genial einfach ist. Hier ist nämlich nicht viel getüftelt worden, sondern sind diese kurzen Momente, wo einem wirklich mal was einfällt. Es war nämlich gar nicht so einfach. Heute sagt jeder, da steht so ein Turm oder irgend so ein Schwätzer am Phallus. Nein, es war einfach plötzlich die Idee in der Projektrunde, das habe ich mir sagen lassen, 23,3 Grad, ich bin nicht so gut in, wir verändern einfach, wir verlängern die Erdachse an dieser Stelle und ziehen die ein Stück hoch. Warum ziehen wir so hoch? Weil gesagt worden ist, okay, wir brauchen hier endlich mal eine Landmarke auf der östlichen Seite, eine Landmarke, die auch wahrnehmbar ist. Nicht wieder irgendein Iglu, wo abends ehemalige Pioniere drin liegen und einfach in die Bestellung kommen. Das können wir zigmal daneben noch hinstellen. Wir haben Platz dafür da oben zwischen diesen ganzen Spitzen, die da gebaut sind. Und diesen ganzen, ich will es gar nicht auflisten, es ist jeweils eine ästhetische Belastung, über diesen Berg zu gehen, so wie er jetzt im Moment aussieht. Entschuldigung für alle, die jetzt da oben arbeiten. Aber so kann es nun wirklich nicht bleiben, ob das Teil kommt oder nicht. Und wenn es so bleibt, dann bleibt es eben das, was es ist. Ein verschnarchter Berg mit 200 Tagen im Jahr, wo der Wind weht. Das war's. Keine Sorge zu verurteilen. Nicht mehr als jetzt. Das ist eben ein Punkt, wo ich sagen muss, die Idee, dort aber ein Bildungszentrum zu verbinden mit einer touristischen Attraktion, das ist genau auf der Höhe der Zeit. So sehen Projekte aus 2014, 15, 16 hier in Mitteleuropa. Weil das ist eben nicht nur eine Spaßecke. Und ich werde garantiert nicht über diese Umlaufbahn latschen. Da bin ich viel zu schwindelbehaftet. Ich werde mich auch nicht in irgendeinen Plastiksack einnähen lassen und dann diese Rutsche da runterrollen. Das ist für ganz andere Altersstufen gedacht. Das wäre vielleicht auch Gewichtsklassen. Das mache ich nicht. Aber was da ist, da unten drin ist ein fantastisch aufgearbeitetes Bildungszentrum, was Spaß und Anschaulichkeit von strukturellen Dingen, nämlich genau da, worauf es in der Natur und Bildung ankommt. Detail. Eine der drei Dinge der Menschheitsgeschichte, die die Menschen immer interessiert haben.
Das andere Mal Essen, das dritte nenne ich nicht. Aber Wetter ist die Geschichte, die wir da oben ganz intensiv behandeln werden. Die Jungs von Knopfhoff haben da oben Dinge entwickelt, von dieser Fernsehserie, die Sie vielleicht kennen, wo man anschaulich erleben kann, was ist denn die Rhön? Wie ist der vulkanische Entstehungspunkt? Wie man wirklich hautnah erfahren kann, wie Temperaturschwankungen ist, wie Wetter entsteht. Wir werden auf den Punkt kommen, dass wir sagen können, im Gegensatz zur Namedrüse, aber auch ungefähr solche Dunkelheiten entstehen können, ist dort eine wunderbare Gesternsituation. Wir können dort sehr, sehr viel am Himmel beobachten. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, wo immer gesagt wird, ja, wenn das Ding aber erstmal fertig ist, dann stehen die Rübel da oben und Schluss ist. Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Wenn da Schluss ist, wenn dort nicht ein sehr genaues und zeitgemäßes Managementprogramm aufgelegt wird, und zwar ein Veranstaltungsmanagement, was diesen Berg eben zum Erlebnispunkt macht, aber erstmal müssen wir doch die Bude haben, ehe die Musik drinnen spielt. Das geht doch gar nicht anders. Und wenn man es einfach nur sich selbst verlässt, dann wird das so sein, dass nach 3 Jahren da oben wieder keiner mehr ist und die Huskies drumherum sich verbellen. Da wette ich drauf. Aber wenn wir ein Veranstaltungsmanagement da oben installieren, was die verschiedensten Dinge, die dieser Berg bietet, und dieser Berg und vor allen Dingen die Rhön an der Stelle hat so viel Potenzial, wenn wir dort Festivals generieren, wenn wir Treffen generieren von astronomischen Gesellschaften, wenn wir das hinbekommen, dass da oben auch Freilichtkonzerte sind, in Größenordnung, wenn wir hinbekommen, dass wir das und die Öffentlichkeit ist ja außerhalb dieses Zippels, wo man sich denkt, das leisten können, so eine Sache abzulehnen, sehr interessiert und offen dafür, denn es ist das gelingt, das wirklich in Besucherinteresse umzusetzen, dann garantiere ich Ihnen allerdings, dass wir alle in dieser Region, und deswegen spreche ich auch an Schmalkalder so vehement dafür, weil wir werden entweder alle in dieser Region gewinnen oder alle in dieser Region auch untergehen, auf jeden Fall wirtschaftlich. Heute darf keiner denken, wenn die Züge weitergefahren sind, dass sich irgendeiner noch um die Belange einer Region kümmert, die ihre Chance verstorben hat. Die Zeit sind vorbei. Wer das glaubt, soll sich wirklich mal in der Welt tun oder so mal aber es ist eine der letzten Chancen für diese Region, in diesem Bereich. Weil eins geht Ihnen zum Schluss und kann die Hand. Wenn dieses Projekt nichts wird, und zwar durch Bürgerinnen, nicht durch Versagen von Politikern, nicht durch Versagen von strukturellen Dingen, sondern durch Bürgerinnen, dann braucht diese Region in dieser Richtung gerichtet in den nächsten 7, 8, 9, 10 Jahren keinen Anfang mehr in Richtung Erfurt oder sonst wohin zu stellen, weil sie sagen werden, ja, was soll denn da was da unten werden? Das ist ja jedes Mal dasselbe. Diese Hasenfüßigkeit zerstört irgendwann die Region. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist alles gesagt, deswegen mache ich es an der Stelle auch ganz kurz. Wir haben jetzt 6 Wochen Zeit, dieses Projekt in die Köpfe der Menschen zu bringen und die Menschen dazu zu bewegen, ein klares Zeichen für diese Region zu setzen. Es geht hier nicht um ein paar Rhön-Dörfer. Es geht um eine Region, die Aufmerksamkeit schaffen will, weit über die eigenen Grenzen hinaus, über eine Region, die mit dem Vorurteil der eigenen Leute aufräumen will, die ganz oft, insbesondere die jungen Leute, in dem Sog hängen, hier sei nichts los und hier habe ich keine Zukunft. Wir haben die Chance, Menschen Hoffnung zu geben mit einem Projekt, dass hier Angebote in die Region kommen. Und lasst uns heute anfangen, lasst uns die nächsten 6 Wochen nutzen. Zeigen auch Sie heute Gesicht, deswegen bitte ich Sie jetzt anschließend, dieses Projekt auch mit unterstützen und auch mit Ihrem Gesicht unterstützen, weil ich bin hier nach vorne, dass wir noch gemeinsam ein Foto machen. Sprechen Sie darüber in den nächsten Wochen, sprechen Sie Ihre Nachbarn an, sprechen Sie in den Vereinen, in denen Sie sind, darüber. Es wird viele Möglichkeiten, viele Veranstaltungen, viele Infostände geben, wo Sie sich informieren können. Facebook, Internet und so weiter. Peter Kasper hat es gesagt, wo Sie auch Ihre Fragen loswerden können. Wir wollen das im Sinne eines wirklich guten Bürgerentscheides und eines sehr guten Bürgerdialogs zu einem Erfolg bringen am 14. September. Helfen Sie alle mit, dass das für unsere Region einfach ein entscheidender nächster Schritt ist.